Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Entschuldigung und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden hier mal 12 Spiele spielen mit Nashorn und St. Paulia. Entschuldigung. Berlin. Ich war vorhin draußen, 32 Grad. Der dritte Tag in Folge über 30 Grad. Also es ist wirklich absolut heiß. Also, ich habe die ganze Nacht immer die Fenster auf, damit die Wohnung ein bisschen abkühlt. Aber so richtig klappt das nicht. Kühl ist es nur im Keller. So, erstes Spiel in Grank. Übrigens, wir spielen hier 12 Spiele und Abrechnung 1,5 Cent. Also schon etwas teurer. Okay. Er spielt maximal mit einem Buben. Und wir haben das Spiel gewonnen. Das ist doch sehr schön. Nächstes Spiel spielt dann Pik. Ich habe zwei Trümpfe. Ja, wir hätten sechs Augen mehr kriegen können, wenn ich den Herzkönig abwerfe. Hätte ich die Karo 10 noch laden können. So, diesmal bekommt Nashorn das Spiel. Ich werde dann gleich nochmal eine Zwölferliste aufnehmen, wenn es sich ergibt. So, Grand 11. Siebenundzwanzig. Ja, wenn er den König weggelassen hätte, wären wir raus gewesen mit 31. Deswegen habe ich auch den König angespielt. Aber da er den Buben nicht sieht, hat er wahrscheinlich den Kreuzbuben gar nicht. Er hat nur den Karo-Buben. Ja, da hätte er ja auch aufgeben können. Schneider konnte er ja nicht mehr spielen, aber er hatte wahrscheinlich nicht mitgezählt.
So, mal das Bild ein bisschen größer gezogen. Herz wird gespielt. Einer 27er Rätsel. Ja. Sehr krass. Schon wieder so ein Grang. Ohne Kreuzbube. Aber mit den beiden roten Buben. Warum man jetzt Kreuz Bube zieht. Naja, 61, ey, nein. Wenn ich nicht Herz Lusche abwerfe, sondern Karo Lusche, gewinnen wir das Spiel, weil wir dann Herz Dame kriegen. Habe ich das Spiel verloren. Mist. Ja, hat er hier Glück gehabt, dass die Piken 3-3 standen und unsere Piken immer übereinander gefallen sind. Tja, 12 Spiele sind kurz, die Hälfte ist rum. Ich habe kein einziges Spiel gemacht bisher. Es wird, gefühlt wird hier nur Grand gespielt. Ich glaube, ich habe ein Herz. Ach nee. Doch kein Herzstich. Hä? Wieso hat er Kreuz 10 nicht mitgenommen? Sehr merkwürdig.
Was soll denn der Trick? Kreuz 10 wird ausgespielt, die nimmt er nicht mit. Ganz merkwürdig. Ach, diesmal kein Grang. Uiuiui, das sind ja schlechte Karten. Also ich glaube, das ist mit so die schlechteste Karte, die man haben kann. Vier Könige, drei Damen, ein Bube. Acht Bilder. Kein Ass, keine Zehn. Kein Null. Also nicht mal ein theoretisch Null, wenn ich jetzt irgendwie Karo 9 und Kreuz 9 finde. Also gar keine Chance, hier ein Spiel zu bekommen. Und schon wieder ein Kranken. Er hat aufgegeben. Na, das ist ja mal schön. Oh. Ich kann mal 18 sagen. Beispiel 10. Jo, das ist doch ganz hervorragend. Fünfzehn und 24 sind 39. Ein Trumpfstich mache ich noch. Fünfundvierzig. 49. Ah, und wir machen nichts mehr. Das gibt's ja nicht. Hat er auch wieder Glück gehabt mit der Trumpfverteilung. Ja, was soll ich da reizen? 27 passen. Damit ich noch jedes Spiel spielen kann. Karo, Herz, Pik, Kreuz. Außer 0. 0 kann ich nicht mehr spielen. Kreuz wird gespielt. Ist schwierig. Och, gleich den Schuss gefunden. Mit Karo Lusche. Was ist das denn für ein Spiel? Er geht gleich über die Dörfer. Nein, das kann doch nicht sein. Dass der da nicht rüber kann? Hat der nur einen Trumpf? Das gibt's ja nicht. Ja, das ist schon das letzte Spiel. Einmal bis 20 gerätst und einmal bis 24.
So, das war's. Oh Mann, was habe ich denn da verloren? 14 € für 12 Spiele. Das ist echt fantastisch. Okay, Leute, das war's. Erstmal, ich werde noch eine Liste aufnehmen. Aber das hat ja wieder richtig Spaß gemacht. Okay, macht's gut. Ciao.